Ich werde zu Hause geprügelt jeden Tag. Ich habe Angst, nach Hause zu kommen. Ich werde immer nur angeschrien. Meine Eltern reden gar nicht mehr normal mit mir. Hilf mir. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Hi, ich bin Mirko. Bei YouTube bin ich Mr. Wissen2Go und ihr habt uns über Telonym jede Menge Dinge geschrieben. Eine Sache davon ist mir besonders im Kopf geblieben. Um es kurz zu machen, ich werde zu Hause beleidigt, geschlagen und angeschrien. Und das fast täglich. Das ist jetzt keine Frage, aber ich kann mir vorstellen, dass der oder diejenige, die oder der das geschrieben hat, damit ein großes Problem hat. Und hier ist meine Geschichte. Ich selbst wurde zum Glück zu Hause nicht geschlagen, angeschrien oder gut, wenn angeschrien, dann hatte das meistens auch einen Grund und auch nicht schlecht behandelt. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit und das ist wirklich extrem viel wert. Trotzdem habe ich sehr häufig mitbekommen, dass es auch anders laufen kann. Zum einen, als ich selbst ein Kind war oder ein Jugendlicher war, bei Freunden. Ein Freund von mir wurde zum Beispiel immer wieder richtig verprügelt von seinem Opa in diesem Fall. Und zum anderen bekomme ich das von euch mit. Ich habe mal ein Video auf meinem Kanal gemacht, da geht es um Suizid bei Jugendlichen. Und seitdem ich dieses Video gemacht habe, bekomme ich jede Woche sicherlich 2, 3 E-Mails von euch. Und da steht dann drin, ja, ich werde zu Hause geprügelt jeden Tag, ich habe Angst nach Hause zu kommen oder ich werde immer nur angeschrien. Meine Eltern reden gar nicht mehr normal mit mir. Und fast immer ist das dann in Verbindung mit einer psychischen Krankheit, mit Depressionen oder anderen Dingen. Und ich glaube, dass da wirklich viel kaputt gemacht werden kann in der Kindheit. Zum Beispiel dieser Freund von mir, der zu Hause immer von seinem Opa verprügelt wurde, der hat überhaupt kein Selbstwertgefühl, gar kein Selbstbewusstsein. Auch heute noch ist er total schnell so drauf, dass wenn man was sagt und ihn kritisiert, dass er dann denkt, ja, man kommt mit ihm überhaupt nicht klar, er zieht sich zurück und ja, ich glaube auch tatsächlich, dass er ein bisschen depressiv ist und ich vermute mal, das hängt damit zusammen. Und dieser Freund, der hat damals nichts dagegen unternommen, der hat sich nicht gewehrt und er hat auch mit niemandem drüber gesprochen und ich glaube, das ist das Zentrale und deshalb finde ich es auch gut, wenn mir Leute das schreiben in E-Mails und ich dann versuchen kann, den Leuten zu helfen. Wenn man sich jemandem anvertraut, dann ist das schon der erste richtige Schritt. Natürlich kann man versuchen, mit seinen Eltern zu sprechen und kann sagen, ich finde es nicht gut, dass ich hier von euch geschlagen werde oder dass er mich anschreit, aber ich befürchte fast, dass es in den seltensten Fällen hilft. Es gibt Eltern, die sind einfach so drauf und dann ist es besser, sich anderen Leuten anzuvertrauen. Verwandten, älteren Freunden, Bekannten oder vielleicht auch dem Hausarzt. Der Hausarzt kann euch zum Beispiel zu Experten überweisen, die euch dann da weiterhelfen. Aber ich denke, der bessere Schritt ist es dann doch eher aus dem Umfeld, sich jemanden zu suchen, das zu erzählen und zu sagen, hilf mir, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und ich glaube jetzt in diesem speziellen Fall, sonst hätte er oder sie das gar nicht geschrieben, ist es auch eine ganz große Belastung. Wenn man schon Angst hat, nach Hause zu kommen von der Schule oder von anderen Dingen, weil man weiß, zu Hause, da wartet ein großes Donnerwetter auf einen, auch wenn man selber gar nichts gemacht hat, dann kann das einen schon echt ganz schön fertig machen in vielerlei Hinsicht. Und deshalb würde ich sagen, sucht euch definitiv Hilfe und sucht du dir Hilfe, egal in welche Richtung das geht. Es muss sich niemand schlagen lassen, es muss sich niemand beleidigen lassen. Wir haben in Deutschland auch Kinderrechte in fast jedem Bundesland in der Landesverfassung. Und da steht drin, dass ein Kind das Recht hat, nicht geschlagen zu werden, sinngemäß. Und darauf kann man sich letztendlich auch berufen. Wenn es hart auf hart kommt, dann schaltet sich da auch das Jugendamt ein. Also ihr seid da im Recht, ihr müsst euch nicht schlagen lassen, ihr müsst nicht denken, naja, als Kind muss man das irgendwie aushalten. Nein, das war vielleicht vor 50 Jahren so, aber das ist heute nicht mehr so. Und deshalb bitte sucht euch Leute, die euch da ein bisschen an die Hand nehmen und euch helfen. Hilfe bekommt ihr auch bei uns, zum einen per E-Mail, einfach an bubbles@funk.net schreiben oder schaut mal in den Beschreibungstext, da gibt es jede Menge Links zu Anlaufstellen, bei denen ihr Experten findet, die euch weiterhelfen. Expertentipps auch hier übrigens in diesem Video und direkt darunter ein Video der Kollegen vom Y-Kollektiv. Da geht es um Missbrauch, Missbrauch im Kindesalter. Es gibt psychischen Missbrauch, es gibt physischen Missbrauch und sexuellen Missbrauch. Und genau das ist eins der Themen hier in diesem Video. Schaut da gerne mal rein. Macht's gut.